Herr Weigel, nach einer Nachfrage aus der Homepage von André Pollnächer sind wir heute dabei, ein Interview zu gestalten, wo Sie nochmal die letzten 17 Tage des Trainingslagers in St. Moritz zusammenfassen. Was sagen Sie dazu? Wie ist die Einheit bisher verlaufen? Also bisher lief alles geplant, optimal. Wenn man bedenkt, dass André vor 2 Monaten noch mehr tot als lebend war, hat er sich doch ganz gut hier wieder entwickelt. Und das Training, was wir gemeinsam geplant hatten, konnte er recht gut umsetzen, sogar noch steigern. Und das macht uns optimistisch für den Frankfurt-Marathon, ohne jetzt groß irgendwie Vorausschau zu geben. Wichtig war natürlich auch, dass das Wetter mitgespielt hat. Und natürlich Lob an dich, Hagen, dass du gemeinsam mit dem André ein tolles Team gebildet hast und ihr gemeinsam das Training so umgesetzt habt. Du sagtest gerade, dass André vor 2 Monaten noch nicht ganz in Form war. Was würdest du als seine Stärke bezeichnen, dass er es jetzt auch innerhalb der kurzen Zeit geschafft hat, sich dieses Niveau zu erarbeiten? Na, wichtig ist natürlich erstmal seine Einstellung. Also sein Ziel ist, Olympia dabei zu sein. Und dem hat er alles untergeordnet. Er hat ja vor einem Jahr angefangen, wieder Leistungssport zu betreiben. Und wie er sich so entwickelt hat, das ist schon hochprofessionell, wie er an die ganze Sache rangegangen ist. Er durchdenkt sein Training, er plant mit, er analysiert. Und das sind so wichtige Komponente, die eigentlich ein Vollprofi, ein Leistungssportler braucht, um in die Weltspitze zu kommen. Also wie gesagt, er ist ein Kamerad, er ist ja freundschaftlich. Wenn ich sehe, wie er mit dir umgeht, das ist schon ein absolutes Vorbild. Und Hut ab, ich hoffe, es geht alles auf und er hat es verdient. Dem kann ich nur zustimmen. Nochmal zur Trainingsprotokollierung. André unterhält ja auch seit einem Jahr die Leser mit seiner Homepage andrepollmecher.com, wo er sein Training protokolliert und daraus natürlich auch sehr viel Motivation schöpft für sein eigenes Training. Was sagst du zu der Veröffentlichung von Trainingsdaten in diesem Sinne? Sicherlich ist es etwas Neues, was es vorher nicht so gab. Also ich kann mich da nicht erinnern, dass vor einem Jahr Athleten so freizügig und offen ihr Training und ihr ehrliches Training so protokolliert haben. Und die Resonanz, die seine Homepage hier hat, ist natürlich enorm. Und ich sehe das auch bei anderen Athleten, wie beim Jan Fitschen oder bei der Sabrina Mockenhaupt, die ich hier ganz herzlich grüßen möchte und ihr alles Gute wünschen möchte für den Köln-Halbmarathon. Ja, das sind die ersten Ansätze, sage ich mir. Jeder möchte sich äußern, artikulieren, sein Training offenlegen, den anderen zeigen, hey, so trainiere ich. Und das ist, denke ich mal, ein guter Schritt in eine Richtung, wo ich sage, die Protokollierung ist die eine Sache, aber gemeinsames Training, wo ich immer sage, Gruppentraining, gemeinsam zueinander finden, das stelle ich mir eigentlich dann auch als nächsten Schritt so vor. Ich meine, du bist jetzt, Hagen, der Erste, der gesagt hat, ich möchte mit dem André Pollnächer gemeinsam trainieren. Ich hoffe, dass vielleicht durch diese Homepage und durch die Leistung vom André andere junge Athleten aufwachen und sagen, ja, das ist ein guter Weg, dem möchte ich mich anschließen. Und da denke ich schon, dass so eine Homepage ein Teil davon ist. Vielen Dank für das Interview. Gern geschehen.